Der Dortmunder Burgsportverein ist nicht nur sportlich sehr aktiv, sondern setzt sich auch besonders für den Nachwuchs ein. Zahlreiche Veranstaltungen werden oft organisiert, um das Vereinsleben noch interessanter zu gestalten. Wenn es um Veranstaltungen geht, da hat der erste Vorsitzende Dieter Schumann viel zu tun. Und wir sind ja auch ein aktiver Boxsportverein. Wir sind in allen Bereichen tätig. Und dazu gehört natürlich auch Veranstaltungen zu organisieren, wie die Übergabe des goldenen Handschuhs. Die Übergabe des goldenen Handschuhs ist für die Boxfreunde des DBS 2050 immer was Besonderes. Dieter Schumann freute sich natürlich über die große Resonanz. Ja, es sind ehemalige Boxer überwiegend, aber es sind Freunde, Bekannte, Doktoren, Professoren, es sind Wirtschaftsleute hier. Also auch der normale Sportfreund ist da und darüber freue ich mich ganz besonders. Ja, und man merkte es den Gästen an, die Stimmung war hervorragend. Bei der Übergabe des goldenen Handschuhs im Vereinslokal des DBS. Dieter Schumann blickt auch gerne zurück. Ja, wenn ich das alles aufzählen sollte, über einen Oberbürgermeister, über Filmschauspieler, über Wirtschaftsleute, über Schauspieler und interessante Sportler. Die ganze Borussengarde war hier, Erich Schanko. Und das Team um Dieter Schumann freute sich besonders, dass diesmal der goldene Handschuh an einen Mann geht, wo man schon längere Zeit Kontakt zu hat. Ja, der Dr. Frank Brandstetter, der ist ja der Direktor des Zoos Dortmund. Und wir haben ja zum 17. Mal die Patenschaft über das rote Riesenkänguru Rocky übernommen in diesem Jahr. Und er hat uns auch die Urkunde überreicht. Wir haben engen Kontakt. Er war auch schon mal hier als unser Ehrengast vor vielen Jahren. Und Dieter Schumann läutete dann die Übergabe des goldenen Handschuhs ein. Ja, verehrte Gäste, liebe Boxsportfreundinnen und Boxsportfreunde, zum 159. prominenten Stammtisch des Dortmunder Boxsport 2050 darf ich euch recht herzlich begrüßen und willkommen heißen. Ich freue mich natürlich über euren Besuch und möchte mich bei euch für euer Interesse bedanken. Zuerst begrüße ich recht herzlich die zweite Vorsitzende der Zoofreunde Dortmund, Frau Margaret Klörfeld. Herzlich willkommen. Den Zoodirektor Dr. Frank Brandstetter. Herzlich willkommen. Das ist der Goldhandschuh des Dortmunder Boxsport 2050. Das ist auch schon fast der 60. Goldhandschuh. Also, es haben bekommen Leute aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Kunst und aus dem Sport. Alles erfolgreiche Männer und Frauen oder Frauen und Männer. Und heute sind Sie und werden heute geehrt. Ein erfolgreicher Zoodirektor Dr. Frank Brandstetter, DBS 2050, 29.11.23. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben sich durchgeboxt mit fairen Mitteln und das ist richtig. Ja, vielen Dank. Ich gehe mal davon aus, also vielen herzlichen Dank. Ich freue mich zunächst einmal sehr darüber. Klar, ich gehe mal davon aus, dass Herr Huben den eher verdient hat, weil er wirklich geboxt hat. Er hat mich mal gezwungen, gegen so einen Trainingssack dann zu boxen. Und dann habe ich mich davor... Und da hat er dann vorher... Das war, um Gottes Willen, hör auf, wie allein schon die Hand halten. Nein, die war gut, die war gut. Also, insofern, vielen herzlichen Dank. Ja, Moment. Ach so, Moment. Oh Gott, das soll Moment hier. Da gibt es auch noch eine schöne Urkunde. Entschuldigung, eine schöne Medaille. Ja. Urkunde gibt es auch noch. Dankeschön. Ja. Ja, mit dem Schal. So, und da wollen wir mal gucken, was wir hier haben. Die habe ich schon. Unserem Ehrengast Dr. Frank Brandstetter, Direktor des Zoos Dortmund, als Dank für die Teilnahme am 159. prominenten Stammtisch des Dortmunder Boxsport 2050. Der Vorsitzende hat unterschrieben. Also toll, ja. Dann bestell den Vorsitzenden herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das ist er. Herzlichen Dank für deine Arbeit, deine Bemühungen. Frau Margaret Klörfeld bekommt ebenfalls eine Urkunde, ebenfalls als Dank für die Teilnahme. 159. Herzlichen Glückwunsch. Aber ich habe auch noch was für Sie, auch eine Medaille. So. Vielen Dank. So.
Dieter Schumann freute sich auch, dass er weitere Gäste eine Medaille noch überreichen konnte für die gute Zusammenarbeit mit dem DBS 2050 Dortmund. Dr. Frank Brandstetter konnte noch so einige Geschichten aus dem Dortmunder Zoo erzählen und er sprach ein Thema an, was mit Boxen zu tun hat. Man sagt ja, behauptet ja immer, Kängurus könnten gut boxen, was viele Leute nicht wissen. Ja, das können die, aber nicht mit den Händen, sondern mit den Füßen. Die springen nämlich in die Luft und knallen dann gegen die Leute und da fällt auch so ein Fels wie ich dann um, nicht? Weil das ist mit einem Riesenschwung. Aber das ist ein schönes Symboltier natürlich und ich freue mich dann auch, dass das jedes Jahr auch weiterläuft und damit natürlich auch der Zoo unterstützt. Ich finde es immer schön, wenn verschiedene Institutionen der Stadt sich so miteinander verzahnen, nicht? Also Boxsport, Zoo hat ja ursprünglich nichts miteinander zu tun. Er hatte mir sogar mal angeboten, dass wir vielleicht dann bei einem bei irgendeiner Festivität im Zoo auch mal so Schraubenden machen können. Aber da kommt man dann nochmal drauf zurück. Ja. Ja. Es gab viele Fragen an den Zoodirektor. Er hatte aber auch viel Spaß, diese Fragen zu beantworten. Und so entwickelte sich eine sehr schöne, interessante Diskussion über den Dortmunder Zoo, über den Boxsport und vieles mehr. Und alle Gäste genossen einen wunderschönen Abend im Vereinsheim des DBS 2050 und man freut sich schon auf die nächste Veranstaltung der Dortmunder Boxfreunde.